Dankeschön, lieber Robert. Und diesmal will ich die Uhr auch pünktlich starten hier für mich, damit ich weiß, ob ich noch in der Zeit bin. Und mal alles richtig machen und das peinliche Selfie am Anfang gleich machen, weil ich sonst immer wieder vergesse und mich danach ärgere, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, genau, Dankeschön. So, haben wir das auch hinter uns gebracht. Und dann starten wir mal die Zeit. Ja, und dann sage ich mal herzlich willkommen zu meinem Vortrag, den Arbeitstag erleben. Ja, was verbindet mich mit dem Joomla, den ich benutze in meinem Alltag als Designer, als Website-Template-Designer, eben als CMS Joomla schon seit vielen, vielen Jahren. Unterstütze die Designarbeiten von Joomla immer mal wieder zwischendurch mit kleinen Designarbeiten und organisiere die User Group Frankfurt Rhein-Main, also wer da so aus der Area kommt und gerne mal zu unseren Treffen kommen wollen würde, fühlt euch willkommen, kommt vorbei, ist immer ganz nett, trinken wir ein Bierchen, tauschen uns ein bisschen aus, sehr zwanglos und durchaus allzweilen informativ. Und wer schon öfter mal auf dem Joomla.de war, hat vielleicht schon mal einen Vortrag von mir gehört. Normalerweise geht es da um Design, um Webdesign, um Typografie, um Zeilenabstände, um Weißraum. Dieses Jahr ist es was anderes. Dieses Jahr halte ich zum allerersten Mal als Premiere einen Vortrag über eine andere Leidenschaft von mir und die habe ich in das schöne Containerwort Live-Management gekleidet. Was verbirgt sich dahinter? Unter Live-Management versuche ich, verschiedene Strategien rauszufinden, wie man selbst angenehmer durch den Tag kommen kann, wie man selbst Abläufe optimieren kann, wie man sich selbst vielleicht auch ein bisschen voranbringen kann, sei es gesundheitlich, sei es mental, sei es der Energiehaushalt, Sport, Ernährung. Das sind alles so die Themen, aber auch finanzielle Themen. Ich beschäftige mich da schon seit sehr vielen Jahren dazu, habe teilweise ein bisschen das Problem gehabt, dass ich sehr wenig Energie hatte, sehr oft sehr müde war, deswegen sehr viele Sachen ausprobiert habe. Und da wir ja heute alle wegen Joomla zusammengekommen sind, also wegen unserem Arbeitsalltag, habe ich natürlich den Fokus hier auf den Arbeitstag gelegt. Und so ein Tag, wie wir ihn heute so kennen, wie er für heute ganz normal ist, der hat natürlich eine Geschichte. Und wenn wir da mal so ein kleines Stück zurückgucken, dann, jawohl, Fernbedienung funktioniert, dann kennen wir alle die schöne Geschichte der Evolution. Ne? Wir alle erinnern uns noch dran, als wir auf der Suche nach unserem Frühstück uns von Ast zu Ast geschwungen haben und irgendwann hat einer von uns gesagt, hier oben gibt es nicht mehr viel Futter, wir müssen da runter, wir sammeln da unten das mal auf, dann haben wir aufgesammelt, dann war da auch nichts mehr und dann war da diese Steppe und dann hat einer gesagt, komm, wir gehen mal raus, ob es da was gibt und da war aber hohes Gras, da konnten wir nichts mehr sehen, da mussten wir uns immer aufrichten, nach Fressfeinden Ausschau halten, ja, man muss ja Alarm schlagen, wenn der Säbelzahntiger kommt, also war immer einer so und der hat sich immer weiter aufgerichtet und hat gedacht, oh geil, ich habe ja die Hände frei, da kann ich ja vielleicht einen Stein in die Hand nehmen und einen Knüppel und den Säbelzahntiger eins überbraten. Ein anderer hat das gesehen, hat gesagt, hier, wenn wir da vorne noch eine Spitze dran machen, ja, dann können wir den vielleicht abstechen. Wir haben Werkzeuge entwickelt und wir haben uns immer weiter aufgerichtet, bis wir heute diese zweifelhaft intelligente Lebensform sind, die eben aufrecht mit Hirn durch die Welt geht. Und das war so bis vor wenigen Jahrzehnten. Dann haben wir uns wieder ein bisschen zurückentwickelt in unserer Haltung, ja. Also das Smartphone seit 2007 ernsthaft in Benutzung, seit Launch des iPhones und seitdem geht unsere Haltung wieder zurück bis hin auf das... Aha, hier scheint die Grenze zu sein. Nee? Ja, sag mal. Hallo? Ja, also bis hin zum Anfangsniveau und das wäre ja alles überhaupt gar kein Problem, wenn wir für die vier Entwicklungen hier vorne nicht einige Millionen Jahre Zeit gehabt hätten und für hinten nur wenige Jahrzehnte. Ne? Unsere Vorfahren, die hatten auch ihre Probleme, die sind vor Säbelzahntigern weggerannt, hinter Mammuts hergerannt, hatten oft mal nichts zu essen. Wir stehen heute aktuell eher aber vor diesem Problem, wir stehen vor Stress. Und wir stehen vor dauerhafter Medienbeschallung sozusagen. Ne? Stress, vor Fressfeinden wegrennen, natürliche Selektion, der Stärkere gewinnt oder der Klügere gewinnt. Das ist ein Stück weit heute auch noch so. Ja?
Also ein Stück weit gibt es auch heute noch eine natürliche Selektion, wenn man nicht schlau genug ist. Ja? Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Also zum Beispiel in Südkorea haben sie angefangen, auf den Boden die Verkehrswarnschilder zu malen, damit die Leute nicht auf die Straße rennen, um überfahren zu werden. Das ist kein Witz. In Thailand gibt es sogar eine Hauptstraße, einen Hauptgehweg für Handybenutzer. Da sind dann zwei dicke Markierungslinien links und rechts. Da darf man nur in eine Richtung gehen. Da gibt es keine Bäume, keine Pfeiler. Und da kann jeder in seinem Tran sicher entlanglaufen, ohne die Gefahr einer Kollision. Ja? So löst man also diese Probleme von heute. Ja, und deswegen ein ganz simples Appell von mir an der Stelle. Ihr könnt im Prinzip alles vergessen, was ich sage. Vergesst den, lasst euch ein bisschen unterhalten, genießt die halbe Stunde, vergesst alles, aber vergesst das nicht. Nicht Autofahren und Smartphone bedienen, nicht im Straßenverkehr teilnehmen und auf dem Handy lesen. Der wichtigste Tipp von diesem ganzen Vortrag. Als Designer weiß ich, dass man sich einfachere Dinge besser merken kann. Deswegen habe ich das hier nochmal ein bisschen einfach vereinfacht fürs Gehirn, ja. Prägt euch einfach das Bild ein, prägt es euch einfach nur ein als Trigger im Gehirn, wenn ihr das nächste Mal am Autofahren seid und das Ding klingelt und man denkt, ah, oh, die SMS, die WhatsApp, der Facebook-Post, der ist irgendwie wichtig, ja, dann ruft euch das Bild wieder ins Gehirn als Trigger, es einfach sein zu lassen. Lasst es einfach sein, wartet, bis ihr wieder steht irgendwo, nichts kann so wichtig sein, dass es nicht ein paar Momente warten kann. Also ihr könnt alles vergessen, bitte dieses eine Bild mitnehmen. So, aber zurück zum Arbeitsalltag, den Arbeitsalltag erleben. Da stecken schon für mich zwei wichtige Begriffe drin, nämlich Arbeit und Leben. Tada! Ja, also Work-Life-Balance, hat ja jeder schon mal was davon gehört. Man kann jetzt die Frage stellen, ob das überhaupt sinnvoll ist, voneinander zu trennen. Wäre ein Thema für ein anderes Seminar. Aber dieses Arbeitsleben, wenn wir uns den Tag mal angucken, der hat halt nun mal 24 Stunden. Und wenn wir das mal so ein bisschen vereinfacht darstellen, dann haben wir 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Leben und 8 Stunden, so ist es, Schlaf, 8 Stunden Schlaf. Jetzt hat er zweimal geschaltet, bin noch nicht so firm. Das ist das erste Mal, dass ich das benutze, muss das offensichtlich noch trainieren. Also 8 Stunden Schlaf, ne? Und wenn wir das so getrennt voneinander betrachten, ist so mein Appell oder das, was ich euch jetzt so an Tipps mit auf den Weg geben will, ist eben dieses Ganze nicht mehr getrennt zu betrachten, sondern eher als Einheit. Denn dann haben wir die Chance, glücklicher zu sein und vor allen Dingen tun wir einiges für unsere Gesundheit. Ja, so ein Arbeitstag, der geht mit dem Morgen los. Und mal die Frage, bei wem sieht denn der Morgen so aus von euch? Ja, wer steht auf und sagt, geil, ich kann jetzt wieder arbeiten gehen, fett, ich kann wieder Geld verdienen, super. Bei wem? Ja, also bei mir sieht der Morgen auch nicht so aus. Ja? Doch. Aber ich arbeite ein Stück weit dran. Ja? Die Wahrheit ist, der Morgen sieht ja eher so aus. Ja? Ich skizziere mal so ein typischer Morgen. Wecker klingelt, Snooze-Taste. Wecker klingelt, Snooze-Taste. Wecker klingelt, Scheißding aus. Scheiße, verpennt. Raus, ja, ins Bad, schnell. Vielleicht reicht es noch für eine Tasse Kaffee. Ab ins Auto oder zur S-Bahn, dann stehen wir im Stau. Stress, wir sind eh schon zu spät. Stress. Kommen auf die Arbeit dann vielleicht gerade so pünktlich, ja, und dann, ja, was machen wir heute eigentlich überhaupt so? Das ist so der, das könnte, wer hat sich erkannt ein Stück weit erkannt, ehrlich sein, keiner, sehr gut, ja, ein paar sind da, die sich da ein bisschen wiedererkennen, also früher sah es bei mir öfter so aus, ja, ich bin auch gern ein Kandidat, der immer mal wieder dann zu spät gekommen ist, weil er einfach morgens zu lange gebraucht hat, da habe ich gedacht, ich muss eben irgendwas unternehmen dazu. Einige Tipps für den Morgen. Ja. Wie schaffen wir das, diese unangenehme Aufsteh- und Aufwachphase angenehmer zu gestalten? Tipp Nummer 1 ist das Sonnenlicht in den Schlafraum lassen morgens. Warum? Weil unser Körper ist nun mal hormongesteuert. Ja. Das ist nicht nur bei den Frauen so, das ist
auch bei den Männern so, ja, müssen wir tapfer sein, wir sind auch hormongesteuerte Wesen, ja. Und wenn das Sonnenlicht eben morgens in den Schlafraum reinfällt und das Licht auf die Netzhaut fällt, dann wird eben der Melatonin-Hormonprozess gestoppt und das ist das sogenannte Schlafhormon, das macht uns eben müde und träge und stattdessen wird Cortisol ausgeschüttet, das ist das Stress- und Wachmachhormon und das hilft uns schon im Körper zu signalisieren, es geht bald aufwärts, ja, bevor überhaupt der Wecker klingelt, das heißt, diese Unterbrechung des Schlafes wird schon nicht mehr so hart sein, wie es normalerweise ist, wenn wir in einem völlig dunklen Raum morgens liegen. Ja? Dann mache ich das halt gerne so, ich stehe sofort auf beim allerersten Klingeln. Nicht nochmal Snooze-Taste drücken, nicht nochmal liegen bleiben. Es macht ja eh keinen Spaß. Wir wissen ja eh, in 10 Minuten geht das Ding wieder los. Es ist eigentlich eine Leidensgeschichte. Ja? Wir wehren uns gegen den Tag, der da kommt. Wir haben eigentlich gar keinen Bock. Wir senden schon das Signal aus, wir würden ganz gerne liegen bleiben. Ja? Aber wenn wir direkt aufstehen, dann haben wir diese erste Hürde des Tages schon genommen. Das ist eine gute Strategie. Dann gehe ich, dann mache ich Musik an. In meinem Fall ist das immer morgens das Gleiche. Das ist die Filmmusik von Avengers, ja, Iron Man und Captain America. Naja, ich fühle mich dann schon so, als könnte ich gleich die Welt retten. Ich gehe halt nur Zähne putzen, aber gut, immerhin. Ja. Und dieses Zähneputzen ist dann auch gleich die nächste Handlung. 2 Minuten Zähne putzen, warum? Naja, zum einen habe ich dann einen ganz angenehmen Minzgeschmack im Mund. Zum anderen ist es eben so, dass diese 2 Minuten, das ist so Automotor, da brauche ich noch kein Hirn zu. Das läuft einfach von selbst. Und diese 2 Minuten, die machen mich schon wieder ein Stückchen wacher. Ne? Wenn wir so eine Wachheitsleiter uns betrachten von 0 bis 10, dann bin ich nach dem Aufstehen mit der Musik und mit dem Zähneputzen vielleicht schon auf 3 oder 4 von 10 möglichen Wachheitspunkten. Dann habe ich immer schon Sportklamotten da liegen, dann gehe ich raus. Ich persönlich mache dann halt 20 bis 30 Minuten ganz leichtes Sportprogramm, bisschen Laufen, ein paar Übungen, ein bisschen Atmen und so weiter. Es reicht aber auch, wenn jetzt einer sagt, ah ja, gut, okay, der Typ, der übertreibt es halt auch, das ist nichts für mich. Es reicht auch, wenn man sich einfach die Straßenschuhe anzieht und eine Viertelstunde draußen spazieren geht. Man setzt sich der frischen Luft aus, Sauerstoff, man kriegt Sonnenlicht ab und selbst wenn es bewölkt ist, ist der Luxwert des Sonnenlichts um ein Vielfaches höher als Raumlicht. Auch das aktiviert unsere eigenen Hormone und signalisiert, wir sind wach, also 20 Minuten, einmal um den Block, einfach nur spazieren gehen, ja, vielleicht ein bisschen strammer, dass auch der Blutdruck ein bisschen in Schwung kommt und schon sind wir auf dieser Wachheitsskala vielleicht schon auf 6, 7 oder 8. Ich komme dann nach meinem Sportprogramm heim und nehme eine kalte Dusche. Und vielleicht neben dem Tipp mit dem Nicht-Telefonieren beim Autofahren, vielleicht noch den mitnehmen. Vielleicht noch dieses kalte Duschen mal ausprobieren. Denn dieses kalte Duschen, das ist sowas, was mich so unglaublich vorangebracht hat. Und man kennt es ja, also kalt duschen ist scheiße. Ja? Das ist einfach scheiße. Ne? Vor allen Dingen, wenn es schon warm anfängt, dann macht man kalt und dann kommt diese Schnappatmung und alles ist ganz furchtbar. Aber ich kann euch beruhigen, der Körper gewöhnt sich nach einiger Zeit daran. Ne? Man kann langsam damit anfangen, Wechselduschen, dann versuchen, die Phase ein bisschen länger zu machen. Aber da passiert so unglaublich viel. Ja? Wir werden wacher, klar. Testosteron wird ausgeschüttet, übrigens auch bei Frauen. Ja? Das macht uns motiviert, das macht uns fit. Dopamin, Serotonin, Glücksbotenstoffe im Gehirn, wir fühlen uns einfach besser. Ja? Sogar die Haut wird gestrafft, man nimmt ein kleines bisschen ab, weil der Körper wieder anfängt zu pumpen und den Körper aufzuheizen, das verbrennt viele Kalorien. Das hilft ein bisschen beim Abnehmen, ja? Also wer da auch ein bisschen was für sich tun will, auch kalte Dusche, geile Idee. Und es ist auch auf mentaler Ebene ein großer Tipp, weil wir uns natürlich direkt freiwillig morgens einer unangenehmen Situation aussetzen. Freiwillig wohlgemerkt. Nicht, weil wir müssen, sondern freiwillig. Und das macht auch auf der mentalen Ebene dieses kalte Duschen, wenn wir das dann hinter uns gebracht haben und dieses Glücksgefühl spüren, dann können wir stolz auf uns sein, weil wir haben diese Challenge sozusagen für uns selbst hinter uns gebracht und das stärkt Entscheidungsfreudigkeit, das stärkt so ein bisschen die Persönlichkeit und ja, einfach mal ausprobieren, also diese ganzen Tooltips, die ich euch da jetzt so im Laufe meines Vortrags mitgebe, sucht euch mal so 1, 2, 3 raus und probiert die einfach für euch selber aus. Jeder Mensch ist natürlich unterschiedlich, jeder reagiert auf Dinge anders, aber für mich ist die kalte Dusche deswegen auch eine andere Farbe. Wenn ein Designer eine andere Farbe nimmt, dann ist das immer irgendwie Gefahr, 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 also deswegen eine andere Farbe, weil mir das einfach so wichtig ist. Ja, nach diesem Duschen habe ich mir dann noch eine
kleine Zeitspanne für persönliches Lernen. Morgens übrigens noch kein Smartphone an, also immer noch Flugmodus an. Bis nach dieser Lernphase, dann geht der Flugmodus aus und dann wird das erste Mal überhaupt das Smartphone gecheckt. Ganz wichtig, wer wacht morgens auf und das allererste, was er macht, ist das Smartphone checken? Wer macht das? Ja? Ja, es sind schon einige dabei. Mal drüber nachdenken, ob die Idee so geil ist, die Augen gleich als allererstes auf ein lichtemittierendes Gerät zu lenken. Kann man drüber nachdenken. Ich würde mal morgens noch ein bisschen Pause lassen, bevor ich damit anfange. Also in dieser Lernphase, da lerne ich zum Beispiel 10 Minuten Spanisch jeden Morgen. Warum? Weil ich ja sonst sowieso nicht dazu komme. Ja? Abends bin ich zu müde, tagsüber muss ich arbeiten, nachmittags mache ich meinen Sport oder sonst irgendwas. Also ist morgens doch die Phase, wo ich mir meine 10 Minuten, Viertelstunde Zeit nehmen kann, wo mein Geist noch einigermaßen klar ist. Oder ich lese irgendwelche motivierenden Bücher, Biografien von interessanten Persönlichkeiten. Ich schreibe ein bisschen Tagebuch. Und das sind alles so Sachen, die mich auf der mentalen Ebene hoffentlich ein Stück weit voranbringen. Wie gesagt, dann geht bei mir zum ersten Mal das Smartphone an, dann konsumiere ich vielleicht auch die ersten E-Mails und so weiter, mache mir ein schönes Frühstück, die Zeit nehme ich mir dann auch noch, was Vernünftiges zu frühstücken. Übrigens, auch wenn man kein Frühstückstyp ist, gibt ja viele, die sagen, morgens kann ich noch nichts Gescheites essen. Ja, so ein bisschen Obst schnippeln, bisschen Joghurt drauf, paar Nüsse drauf, ist eine Arbeit von 5 Minuten vielleicht. Und es rutscht wie Eis, das ist wie Eis essen. Dafür braucht man keinen Hunger. Das rutscht einfach nur so rein. Und der Körper, der hat schon ein bisschen was, wo er damit arbeiten kann, wo er verbrennen kann, wo er schon ein bisschen Energie kriegt für das, was dann vor uns liegt, nämlich im Grunde genommen. Och, ich habe mein Kaltduschenbild vergessen. Also kalt duschen, ganz wichtig, nicht vergessen. Also am Arbeitstag ankommen und dann hat man schon ein bisschen Energie. Ja, ich bin ja Designer, also ich will euch jetzt nicht mit ergonomischem Arbeitsplatz langweilen, ne? Wisst ihr selbst, ja, hier rechte Winkel und so weiter, gute Idee, ab und zu mal zu stehen. Die Haltung ist nicht wirklich gesund, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Ja, aber wer von euch, wir machen mal was, steht mal alle auf, das bringt ein bisschen Schwung in die Kiste, ja, Blutdruck wird angeregt, Wahnsinn. Und jetzt mal alle die setzen, die nicht hauptsächlich am Bildschirm arbeiten. Alle die sitzen, die nicht hauptsächlich am Bildschirm arbeiten. Okay, das ist ungefähr 3% des Raums. Okay, dann jetzt diejenigen sitzen, die weniger als 4 Stunden am Tag am Bildschirm sitzen. 5 Stunden? 6 Stunden? Also eigentlich 100%, Wahnsinn, okay. Und jetzt dürfen alle die sich setzen, die abends nicht noch zur Entspannung Serien gucken, Filme gucken, Fernsehen gucken, am Smartphone surfen, irgendwelche Spiele datteln. Ja, ihr seid mein Zielpublikum. Die jetzt sitzen, profitieren hoffentlich. Danke, ihr dürft euch wieder setzen. Dankeschön. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und die vorher gesessen haben, profitieren hoffentlich auch ein bisschen davon. Also als Designer habe ich ja vor allen Dingen 2 Tools, mit denen ich arbeite, nämlich mit meinem Gehirn, und zwar mit der kreativen Gehirnhälfte und mit der Schnittstelle Augen. Ja, das sind die beiden wichtigen Sachen. Und bin gerade in meiner Reihenfolge, jetzt springe ich aber mal vor, ist mir jetzt egal, improvisiere ich, muss jetzt einfach mal sein. Gehirn und Augen bitte, danke, da sind sie. Ja, Gehirn und Augen ist das Wichtige, was für mich zählt, womit ich kreativ arbeiten muss und was ich meine Gesundheit erhalten muss. Ganz wichtig, weil das, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn ich keine Ideen mehr entwickeln kann, bin ich sozusagen als Angestellter und als selbstständiger Designer im Prinzip erledigt. Deswegen sollten wir darauf achten, und das gilt wahrscheinlich auch für die eher logisch denkenden Developer genauso, ne? Die Tools braucht ihr genauso wie wir Kreativen sozusagen, sollten wir schützen, denn das ist unser Kapital. Das muss man sich immer mal wieder bewusst machen. Ja? Und wir haben gerade eben angefangen, über die Augen zu sprechen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil klar, wir alle arbeiten an Bildschirmarbeitsplätzen. Das ist für uns völlig normal. Das ist unser Alltag, das ist aber nicht normal. Es ist nämlich erst seit den 60er Jahren wurde der Monitor als Schnittstelle zwischen Mensch und Computer zum allerersten Mal erfunden, sozusagen. Und in den 70er Jahren gab es diese Entwicklung der
Arbeitsbildschirme zum allerersten Mal. Und nur weil wir heute jeden Tag in völliger Normalität damit umgehen, heißt es noch lange nicht, dass es normal ist. Und schon gar nicht für unseren Körper. Weil wir hatten keine Millionen Jahre Zeit anzupassen. Ne? Unsere Augen sind eigentlich dafür designt, Gegenstände zu sehen, die Licht reflektieren. Nicht die Licht emittieren. Wir gucken aber den ganzen Tag in lichtemittierende Bildschirme rein. Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, ne, wir haben diese Haltung und das Sichtfeld ist sehr, sehr eingeschränkt. Wir haben nicht mehr diese Fern- und Mittel- und Nahsicht, wie wir sie normalerweise, wenn wir draußen unterwegs sind, arbeiten, sondern wir haben ein sehr eingeschränktes Sichtfeld und die Augen verkrampfen. Zusätzlich neigen Leute, die am Bildschirm arbeiten, dazu zu starren. Man blinzelt viel weniger als normalerweise. Das Auge trocknet zusätzlich noch aus. Das Resultat ist für viele Kurzsichtigkeit, ja, müde, gereizte Augen, rote Augen, brennen, fühlen sich müde an. Und dann setzt man sich abends eben noch als Freizeitveranstaltung dann dem Fernseher oder der Serie aus und glotzt noch weiter da rein. Einfach ein bisschen sensibilisieren dafür und dem Auge mehr Pausen. Mehr Pausen, ganz wichtiges Thema, auch eben für die Augen. Jedes Smartphone, was so aussieht, wird an einen Stecker angesteckt. Jedes Auto, was kein Benzin mehr hat, fahren wir zu der Tankstelle und laden es auf. Nur mit unserem eigenen Körper machen wir das nicht. Und das ist bei unserer Arbeit ja auch nicht so einfach, weil unsere Arbeit kann man nicht so geil messen. Ne? Wir arbeiten ja geistig, wir arbeiten produktbezogen. Ein Bauarbeiter, wenn der 20 Zementsäcke von A nach B zu tragen hat, dann ist klar, dass der nach vielleicht 10 Säcken mal eine Pause macht, weil der kann nicht 20 auf einmal hintereinander, weil da ermüdet er. Bei uns ist das schwer zu messen und deswegen müssen wir selbst dafür achten, dass wir genug Pausen kriegen. Vielleicht eine kleine Übung, wer Bock hat, kann mitmachen, wer sich unangenehm, ich weiß, wo er da unten sitzt und in seinem eigenen Stuhl, nein, ich kann mitzumachen, wenn da vorne der irgendwas will, aber wer will, kann mitmachen. Einfach mal die Augen zuhalten und dann mal ganz bewusst, das ist sowas, das kann man 2-3 Mal am Tag machen, sich selbst sagen, Augen entspannen, entspannen, loslassen und kein Runzeln mehr, keine Anspannung mehr. Entspannen. Ja, das kann man im Moment machen. Dann kann man so ganz langsam die Hände wegnehmen, Augen noch zulassen und dann wieder aufmachen. Wenn man nicht gerade auf der Bühne steht und 5 Scheinwerfer in die Fresse kriegt, ist das eigentlich auch ganz angenehm. Und da merkt man schon, dass so ein paar Sekunden, die man das macht, die beruhigen hier diese Gegend. Ja, man kann ein bisschen massieren. Googelt mal nach Augenentspannungsübungen, muss ich euch jetzt hier nicht alles vortun. Wer sich dafür interessiert, findet im Internet viele, viele Tipps. Aber einfach mal sensibilisieren, dass wir ein bisschen was aktiv für die Augen machen, weil das so ein verdammt wichtiges Werkzeug für uns ist. Ja, und viele stehen dann vor der Herausforderung und sagen, ja, Pausen machen würde ich ja gern. Ich vergesse das nur immer, weil ich so eingebunden bin in meinen Arbeitsalltag, das verstehe ich auch, weil wir haben natürlich Stress und wir werden auch immer wieder abgelenkt und so weiter. Habe ich aber einen super Tipp selbst gesehen bei einem Vortrag von einem Kollegen von mir. Der macht nämlich Folgendes. Da kommen wir gleich drauf. Der macht nämlich Folgendes. Das ist mein Smartphone, in meinem Fall eben ein iPhone. Ja? Und was ich bis dato, bis der mir das gezeigt hat, nicht wusste, war, dass man bei der Weckerfunktion, ihr wisst das wahrscheinlich, ich habe es jedenfalls nicht gewusst, die Weckerfunktion, die kann man auch beschriften mit lustigen Bildern und lustigen Sprüchen. Und dann habe ich eben meinen kompletten Tag durchgetaktet. Von morgens bis abends begleitet mich im Prinzip dann mein Smartphone, die Weckfunktion, Flugmodus an morgens, ganz wichtig, ich habe nicht gelogen, Flugmodus morgens an, aber die Weckfunktion geht eben um 6.30 Uhr los, das steht in meinem Fall, dein Tag, Junge, ja, also mega Motivationsding, wenn ich das lese, dann gibt es quasi kein Halten mehr, 6.45 Uhr geht das Sportprogramm los, 7.40 Uhr Weisheit und Lernen, ja, mit so einem Einhorn, das finde ich ganz lustig, naja. 8.20 Uhr Frühstück, 9 Uhr geht's los zur Arbeit und hier sind eben aktive Pausenerinnerungen über den Tag. 16.30 Uhr Feierabend habe ich noch nie geschafft. Ich arbeite an der 6,5-Stunden-Woche, schaffe ich aber noch nicht. 19.30 Uhr Tag reflektieren, nächsten Tag vorbereiten und 22 Uhr auf die Nacht vorbereiten. Kommen wir gleich noch drauf. Wir haben vorhin kurz, also
was will ich euch damit sagen? Es ist vielleicht eine gute Idee, diese Weckfunktion im Handy zu benutzen, um sich immer mal wieder an Sachen zu erinnern. Trigger, die uns erinnern, wir machen die. Und wenn wir die wiederholen und jeden Tag das Gleiche machen, dann ist der Körper irgendwann so darauf trainiert, dass wir das nicht mehr vergessen. Das geht in Fleisch und Blut über. So wie ich heute Morgen um fucking 6.25 Uhr aufgewacht bin, ohne Wecker. Und ich hätte noch eine Stunde schlafen können. Und da war ich kurz sauer. Und dann habe ich aber gedacht, naja, scheißegal, stehst halt auf. Habe ich dann auch gemacht. Okay. Bei der vergangenen Folie haben wir kurz diesen großen Frosch gesehen. Den habe ich leider übersprungen. Den will ich euch aber nicht vorenthalten. Da ist er nochmal in klein. Da der Tipp, wenn wir eben anfangen zu arbeiten, ist es eine gute Idee, eine To-Do-Liste zu haben mit einer Priorisierung der Aufgaben des Tages, die heute gerne erledigt werden wollen. Ja, und in meinem Fall heißt Priorisierung, Durchnummerung 1 bis 6. Und 1 ist eben das besonders Wichtige oder das besonders Dringende oder beides zusammen. Und dann hinten raus die Sachen, die noch ein bisschen mehr Zeit haben. Und dann gibt es ja in so einer Prio-Liste gibt's Aufgaben, da haben wir voll Bock drauf, da freuen wir uns. Und dann gibt es Aufgaben, die sind, naja, die müssen halt gemacht werden, die sind aber nicht so geil. Und dann gibt es vielleicht so eine Aufgabe, auf die haben wir überhaupt gar keinen Bock. Auf die haben wir vielleicht sogar, vor der haben wir vielleicht sogar Angst. Ja, ich muss vielleicht meinen Kunden anrufen und ihm sagen, dass ich es gestern irgendwie verzockt habe. Da gibt es Errors auf der Website und das ist meine Schuld und das ist scheiße und ich mag da nicht anrufen und mir die Schelte abholen, ich muss es aber machen. Ja? Und diese Aufgabe, dieser sogenannte Frog, wie der so im Fachjargon heißt, den schieben wir gerne vor uns her, weil wir haben ja keine Lust da drauf. Und der große Tipp ist jetzt eben, holen wir den Frosch vielleicht doch nochmal zurück, um ihn dem Platz einzuräumen, dem gebührt. Also diesen Eat the Frog, also diese unangenehme Aufgabe, die uns bevorsteht, gleich als allererstes morgens machen. Das hat nämlich zwei Bewandtnisse. Zum einen haben wir dieses unangenehme Gefühl hinter uns. Ja, uns fällt ein Stein vom Herzen. Ja, wir sind danach viel gelöster. Und die andere Seite ist umgekehrt. Wenn wir das vor uns herschieben, dann belastet uns das den ganzen Tag, weil wir wissen, wir müssen das ja noch machen. Und das stoppt vielleicht, also im Kreativfall, unsere kreative Arbeit, weil wir können ja nur kreativ arbeiten, wenn wir einigermaßen gut drauf sind. Und das zieht uns runter. Und deswegen der Tipp, eat the frog, also mach diese unangenehme Sache gleich als allererstes am Morgen. So, To-Do-Liste und Prios, eat the frog, genügend Pausen machen, Augenpflege und Bewegung zwischendurch. Ne? Beim Telefonieren kann man auch immer gerne mal rumlaufen. Ne? Ich habe jetzt ganz bewusst auch mein Wasserglas hier hingestellt, damit ich eine Strecke zurücklegen muss, die mich zum Bewegen zwingt. Das kann man im Arbeitsalltag auch etablieren. Ah, Treppenlaufen statt Fahrstuhl, kennen wir alle. Und vielleicht den Schrank mit den Schokoriegeln austauschen gegen ein bisschen Studentenfutter. Ne? Nüsse, Rosinen, Mineralien, Fruchtzucker in Rosinen kriegt man auch Zucker ab fürs Gehirn, um zu arbeiten. Gute Sache. Ich hatte früher immer Knoppers, Kinder Country, Nussknacker vom Aldi, immer so ein Ding mit Schokolade. Das hat dann ein paar Wochen gehalten. Gibt es nicht mehr. Ja, jetzt Studentenfutter, dann habe ich auch was zum Kauen. Ist manchmal nicht so geil, man gewöhnt sich dran. Auf jeden Fall tun wir uns was Gutes damit. So, das haben wir besprochen. Dann haben wir diesen Arbeitstag hinter uns gebracht. Dann haben wir ja Freizeit und müssen uns gar nicht mehr um die Arbeit kümmern. Und ich würde halt dafür plädieren, dass wir ein paar Dinge etablieren, auch in unserer Freizeit, um uns auf den nächsten Tag vorzubereiten. Also diese drei voneinander getrennten Felder ein bisschen mehr zu verzahnen. Und dazu gehört für mich, dass ich mir abends nochmal hinsetze, Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht, und den Tag mir nochmal Revue passieren lassen, nochmal reflektieren, was war heute gut, was war heute schlecht. Ne? Gute Sachen kann man sich auch gern mal selbst auf die Schulter klopfen und mal loben. Ist in unserer Kultur irgendwie verpönt, unangenehm, sich mal selbst zu loben. Ist eine schöne Sache, kann man ruhig mal machen, wenn man was gut gemacht hat, dann kann man sich auch selbst mal dafür loben. Und man kann sich natürlich auch selbst ein bisschen hinterfragen, wenn was blöd gelaufen ist, dann kann man mal drüber nachdenken, woran das gelaufen ist. Vielleicht ein paar Lehren daraus ziehen und das dann beim nächsten Mal besser machen. Aber Fehler, die wir wiederholen, die haben wir nicht reflektiert. Deswegen nochmal drüber nachdenken, gucken, dass wir beim nächsten Mal bei einer ähnlichen Situation einfach ein bisschen schlauer reagieren. Na, wenn ich diese
Wenn ich diese Reflexion mache, dann schreibe ich auch gleich meine Prio-Liste für den nächsten Tag, weil die will ich ja fertig haben, die will ich ja nur noch aus der Tasche ziehen. Da will ich ja nicht erst am Arbeitsplatz drüber nachdenken. Das heißt, die Prio-Liste für den nächsten Tag, das ist bei mir übrigens einfach ein Stück Papier und ein Kugelschreiber. Ne, es gibt da auch hippe Apps und Digital, lalala, kann man alles machen, jeder seinen Weg. Für mich ist es einfach ein Stück Papier und ein Kugelschreiber. Und dann gebe ich mich dem Medienkonsum hin. Ich tue das allerdings mittlerweile sehr, sehr, sehr gezielt. Ich mache keine Binge-Führung mehr, also es gibt keine Serienmarathons mehr oder mehrere Sachen hintereinander gucken. Ich gucke eine Sache gezielt. Wenn ich zum Beispiel eine Serie gucke, gucke ich exakt eine Folge und Cliffhanger hin oder her, danach ist der Fernseher aus. Ich lasse mich von denen nicht mehr verarschen. Ich gucke keine 3, 4 Folgen mehr hintereinander, bis mir die Augen zufallen. Ich mache das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte in meinen Augen was Gutes tun. Ich möchte am nächsten Tag wieder fit sein. Ich will irgendwann schlafen. Ich mache das nicht mehr. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, bitte. Gerne mal 10 Applaus. Robert, sehr schön. Danke, danke. Ja, ich mache also einen Cut zwischen Medienkonsum und dem Moment, wo ich ins Bett gehe. Und in diesem, also viele von uns haben ja das Problem, nicht richtig einschlafen zu können, ewig noch aufgepowert zu sein. Deswegen ist es eine gute Idee, wenn wir Abendrituale etablieren. Und die haben dann auch nichts mehr mit Fernsehen und Smartphone und sowas zu tun, sondern sollten wir irgendwie eine halbe Stunde ungefähr einen Zeitraum schaffen, der möglichst jeden Abend zur gleichen Zeit das Gleiche beinhaltet. Warum? Durch diese Wiederholung der Dinge bekommt unser Gehirn schon signalisiert, aha, der Metzler, der macht sich schon wieder einen Kräutertee. Offensichtlich ist bald Zeit, ins Bett zu gehen. Und dann fängt der Körper schon ein bisschen an mit Melatoninproduktion. Ja, Cortisol wird zurückgefahren. Es wird alles schon wieder ein bisschen ruhiger. Man wird gegebenenfalls ein bisschen müder. Und dann kann man auch besser einschlafen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn wir das einmal machen. Das muss ein wiederholender Prozess sein. Das muss sich einnorden. Was könnte noch ein Abendritual sein? Ein Buch lesen zum Beispiel. Oder einen kleinen Spaziergang nochmal um den Block, nochmal einatmen, ja, sich selbst runterbringen, aber auf jeden Fall diesen Medienkonsum unterbrechen. Warum ist das mit diesem, mache ich es jetzt oder? Nee, ich mache es später. Mit dem Partner sich beschäftigen, auch total verrückte Idee. Man könnte sich ein bisschen unterhalten. Also man könnte nicht nur mit dem Smartphone da sitzen, sondern man könnte miteinander, man kann sich auch umarmen. Man ja, kann. Ich bin zwar nicht dein Partner, aber ich umarme dich trotzdem. Ja, das schüttet Oxytocin aus. Was? Oxytocin. Oh, ich fühle das. Oxytocin, das ist das Kuschelhormon. Das macht uns, Victor will auch, das macht uns miteinander verbunden. Das stärkt unsere Verbundenheit miteinander. Victor, mein Lieber. Schön zu sehen, ich freue mich. Ah, ist ja gut. Ja, Oxytocin. Oh. Oh, hat er mich geküsst? Nee. Oh. Also auf jeden Fall, ja, Kuschelhormon, mal googeln, lustige Sache, schafft uns Vertrauen, bringt Geborgenheit und so ein Vertrauensgefühl, das lässt uns natürlich auch mehr einschlafen, wenn wir dann ins Bett gehen. Ins Bett gehen, Digital Detoxing, also keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer, Schlafraum und Wohnraum strikt voneinander trennen. Im Schlafzimmer hat kein Fernseher was zu suchen. Kein Laptop, wo wir noch die letzte halbe Stunde der Serie fertig gucken, weil wir es vor Spannung nicht aushalten und dabei dann einpennen und das Ding uns noch anstrahlt, wir irgendwann wach werden davon. Kein Smartphone. Gut, ich nutze es als Wecker, aber im Flugmodus schlimm genug, aber eigentlich gehört es nicht ins Schlafzimmer rein. Kein Computer mehr, keine Arbeit mehr, alles weg. Schlafzimmer ist zum Schlafen und um Babys zu machen. Die beiden Sachen würde ich im Schlafzimmer machen. Mehr hat da drin eigentlich nichts verloren. Dunkler Schlafraum, oh, der Designer hat wieder eine Farbe benutzt. Achtung, nochmal absolute Aufmerksamkeit. Dunkler Schlafraum, ganz wichtig, keine Lichtverschmutzung reinlassen. Lichtverschmutzung ist das, was scheint am Himmel. Ja, wir sind in der Nähe von Flughafen am Main wohne ich. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich diese Lichtglocke am Himmel. Freue mich, dass da noch so viel los ist. Und denke so, ich will das aber nicht im Schlafzimmer oder Autos, die vorbeifahren, ins Schlafzimmer reinleuchten. Oder emittierende Wecker. Am schlimmsten blau, bisschen besser rot, aber am besten alles ausmachen. Nichts mehr, keine Energieleuchte mehr von irgendwelchen elektronischen Geräten. Nichts mehr, alles aus.
Warum? Weil dieses bisschen Licht und vor allen Dingen blaues Licht, das ist das Allerschlimmste, das verhindert diese Melatoninproduktion von unseren Schlafhormonen. Das verhindert, dass wir in den tiefen, tiefen REM-Schlaf gehen, der so wichtig ist. Im Körper nachts, wenn wir schlafen, da passiert ein Haufen Zeug, da werden Zellen repariert, da werden Giftstoffe abgebaut, das Gehirn wird einmal durchgespült, da passiert unglaublich viel und der Körper sollte sich nachts auf diese Dinge konzentrieren können. Der soll nicht immer damit beschäftigt sein, einen Haufen Bier abzubauen vom Vorabend, sondern der soll sich eigentlich um die Dinge kümmern, die für ihn ganz normal sind. Ja, wenn man mal feiert, soll ja auch so sein, wir wollen ja auch eine gute Zeit haben. Aber so im Alltag, da sollten wir uns wirklich auf die Dinge beschränken, die die Natur von uns fordert. Dunkler Schlafraum und diese Handys und diese Laptops und diese Fernseher, die emittieren eben blaues Licht. Ja, und dieses blaue Licht, das hält uns vom Schlafen ab, hält uns wach. Keine gute Idee. Und wenn wir das alles berücksichtigen, wenn wir es eben schaffen, wieder so ein bisschen einen Kreislauf aufzubauen und uns wieder ein bisschen nach dem Tag und der Nacht richten, wenn wir diese Chronosynchronisation, diese Biosynchronisation wieder ein bisschen mehr hinkriegen, weil das ist unser aller Problem, dass wir so entsynchronisiert sind von Sonne und Mondlicht. Ja? Wir sind nicht mehr in der Balance mit der Natur. Das ist eins der vermuteten großen Probleme, warum wir viel mit Müdigkeit zu kämpfen haben, warum wir das mit uns rumschleppen. Ja, Depression, Burnout, diese ganzen Themen sind sehr damit verwandt. Wenn wir das schaffen, wieder ein bisschen mehr in Balance zu kommen und zu den gleichen Tages- und Nachtzeiten die gleichen Dinge etablieren, Trigger etablieren, die uns an Dinge erinnern, die wir dann immer wieder machen und wieder in so einen Kreislauf reinkommen. Und dann sieht unsere Nacht dann auch wieder eher so aus, dann sind wir am Morgen ausgeschlafen, dann haben wir Power, dann sieht der Morgen vielleicht ein bisschen mehr so aus, vielleicht nicht wie auf dem Stockfoto, aber ein bisschen mehr, ja, und dann kriegen wir vielleicht auch wieder unseren Arbeitsalltag gut oder besser hin für die Zukunft. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, probiert ein bisschen was aus. Und gebt mir gerne Feedback, freue ich mich total drüber. Mich gibt es seit einiger Zeit als kostenlosen Podcast zum Hören. Einfach Heldenstunde googeln oder was macht man noch so, im Browser eintippen, verrückte Idee. Da gibt es die ganzen Links zu iTunes, zu Facebook, zu hast du nicht gesehen. Da kann man mich kostenlos hören, macht es mit anderen Leuten zusammen. Ich hole mir auch viele Experten zu verschiedenen Themen, die ich dann interviewe. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt wie hier eine Dreiviertelstunde am Stück bla 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 mache, sondern da kommen auch andere Leute zu Wort. Und das ist aber für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich eben selbst darunter lange, lange Zeit gelitten habe. Und es würde mich sehr freuen, wenn ich dem einen oder anderen einfach helfen kann. Na? Mich gibt es in grün mit der Heldenstunde, mich gibt es natürlich auch nach wie vor in blau als Designer. Gleiches Bild, anderes Environment, Geld sparen, wir haben keine Zeit, wir haben keine Ressourcen. Ja? Also A-Fusion, meine Firma, wo ich Design mache, was mache ich denn überhaupt? Templates, Joomla mache ich natürlich wie eh und je. Auch mich da gerne kontaktieren, wenn ihr mal einen Designer für irgendwas braucht. Ja, dann bin ich, glaube ich, Lukas, was sagt die Zeit? 38, oh ja, da können wir ja vielleicht noch eine kleine Runde Fragen machen oder sowas. Ja, dann wäre ich eigentlich am Ende und sage nochmal herzlichen Dank.